So, Hallihallöchen, Hänsel-Peter und Nico hier, hallo. willkommen zurück zum Blind Let's Play von Borderlands Borderlands 4 minus 1. also 3. Ja, hab ich doch gesagt. 3, sag 3. 4 minus 1, sag Ich ich doch. meine, es ist der vierte erschienene Borderlands-Teil. Ja, Aber es deswegen ist muss Teil man die 4 3. mit erwähnen. Ja, nee. Und lassen diese Käfer für uns arbeiten. Oi. Na los, Actually, überlasse it's dir der die Ehre. fünfte. Lass die Mentamücken frei und wir werden sehen, ob das Experiment erfolgreich war. Oi, lass die Mücken frei. Warte, Meine ich geh shoppen. Güte, sie sind echt niedlich, stimmt's? Oi. Lass mal süße Mücken hier. Hoffentlich fressen die nicht unser Gesicht. Hoffentlich fassen die unser Gesicht. Nee, hoffentlich fressen die nicht unser Gesicht. Langweilig. Mein schönes Schau, Gesicht. da draußen. Es funktioniert. Die Käfer werden jetzt von der Gallius Vertium Flora von ganz Gehenna angelockt. Man nennt es auch oft Verrätergras. Die Pflanze zu stören wird die Käfer dazu veranlassen, sich einen Wirt in der Nähe zu suchen. Oi. Oh, hier ist eine Schatzkarte, gell? Ja, Komisch, dass die diese habe ich schon Karten den entdeckt. Elementen so lange standhalten, wo sie doch biologisch abbaubar sind. Ich könnte meine CO2-Bilanz noch verbessern, aber ohne Schätze, die rumliegen, haben Schatzsucher nichts zu suchen. Bevor wir das Experiment einen Erfolg nennen können, müssen wir es mit einem lebenden Exemplar testen. Hier lang. Warte, war das jetzt ein Sidequest oder Mainquest? Biester. Oh, aber das können Main. wir ändern. In Au! Der Tat. Füge der Verrätergraspflanze Schaden zu, um die Ergebnisse unserer Bemühungen zu sehen. Die Mentamücke wird sich einen neuen Wirt suchen und so den Bellick zähmen. Nein, nicht töten. Ich werde da sein und Notizen. Ich wollte nur ein bisschen Schaden machen. Erfolg. Oi. Du hast doch nicht etwa Zweifel, oder? Ach, die Freude der Entdeckung lässt mein Herz immer noch schneller schlagen. Das ist cool, Nico. Warte, hörst du das? Dann für uns, oder wie? Die wilden Bellics. Ja. Sie kommen. Ah, cool. Sie sehen es nicht gern, wenn einer ihrer Art so dominiert wird. Oh, die haben gar keinen Bock auf die Scheiße. Na gut. Die Käfer, vergiss die Käfer nicht. Irgendwie leckt es bei mir, ich weiß nicht wieso. Deine Grafik? Der Mentamücken bist du sicher. Vielleicht aber zu es hoch? Hat ja vorher auch nicht geleckt an der Grafik. Ja, früher hat mein PC auch nicht zweimal bei Saints Row gemeint, abstürzen zu müssen. Minen, um einen Zug mit Klunker zu beladen. Wenn sie genug davon hat, könnte es ihr gelingen, den Untergänger auszuholen. Es wird Zeit für einen neuen PC, das I guess. Müssen wir verhindern. Bei mir auch irgendwie. Weiter werde ich dich nicht begleiten. Leb wohl, Oi. Wolverheld. Komm her. Woo! Lass mal einen Zug sprengen, wie in Borderlands 2. Auf diesem Hinterwäldlerplaneten kannte Oletta. Manche sagten, sie wäre es gewesen, die Rose vom Untergänger erzählt hätte. Aber es gibt viele Lügner. Das weiß niemand besser als ich. Ja. Der Geschichtenerzähler ist der Lügner. Nee. Welche? Stimmt der Quest? Beim verdammten Untergang! Da ist er! Der Kopfgeldjäger ist hier! Jawoll! Hallo! Die Teufelsreiter luden Klunker in den Zug. Sie dachten, niemand wäre verrückt genug, sie aufzuhalten. Zeit, sie eines Besseren zu belehren. Oh, hab ich cool, dir schon, Level up, danke. Ja, habe ich dir schon erzählt, dass Max Cap ist 65? Von Klunker aus der ja, hast du, glaube ich, jetzt mal erzählt schon. Versuchte, das Übel an der Wurzel zu packen. Dieses Ventil wollte unbedingt durchdrehen. Doch es klemmte. Rose oh. muss damit gerechnet und die Steuerung blockiert oh. haben. Also warum geht das so schnell? Der Wissenschaft nach Zerstörung, wie er es immer tat. Es ging so schnell? Ja, jetzt habe ich mich gewundert. Ich bin eigentlich direkt hingesprungen. Nachdem mein wehleidiger Hilferuf deine zarten Öhrchen erreicht hat. Achso. Ich muss jetzt. Ich weiß nicht, wir müssen den Klunker applaudieren lassen irgendwie. Ja, ich weiß wie. Dass es sich gerade auf dich gemacht hat und dich aus Versehen getötet habe.
Du hast mich getötet? Ich wusste nicht, dass du da stehst. Du standest halt im Weg. Hört auf, mit dem Kopfgeldjäger zu spielen und setzt den Zug in Bewegung. Wir haben genug Klunker. Ihr habt die Schlechteren gehört. Schafft den Zug hier raus. Los. Setzt diesen Kompanieschrotthaufen in Bewegung. Wo die der Kammerjäger wusste nicht, wo der Zug hinfuhr. Aber er wusste, dass es sehr schlimm wäre, wenn er dort ankäme. Nur, wie sollte er den Zug aufhalten? Lass mal eine Sidequest machen, bevor wir den Zug aufhalten. Tatsächlich waren Bomben notwendig. Ich komme sehr schlecht zu dir hin. Alles gut? Der Boden ist Lava. Ich bin gefühlt beim Down genauso schnell, wie du gerade beim normalen Laufen gewesen. Danke. Au. Du bist ja auch Zane. Yeah, boy. Ich hab mal ein verletztes Bellic-Weibchen am Stadtrand gefunden und hab's nicht übers Herz gebracht, sie da so leidend zurückzulassen. Bella und ich wurden unzertrennlich. Müssen wir wirklich nach vorne? Vielleicht müssen wir nach hinten. Warte noch. Hier ist eine Filmrolle. Also hab ich sie im Wald freigelassen. Cool. Schlimmer Tag. Jetzt, wo der Sheriff weg ist, will ich sie zurückholen. Die alte Olette müsste eigentlich wissen, wo Bella ist. Hey, Olette, weißt du, wo Titus' zahme Bestie Bella gerade ist? Aber sicher. Sie ist bei der Ginford-Grotte. Ich muss was sagen. Oh, keine goldene Waffe aus dem Klo. Also führ ich dich zu Bellas Versteck. Lass dich nicht abhängen. Was hat also Kling gemacht? Lass mich nicht warten. Oh, ich war sogar richtig. Ah, da bist du ja. Oi. Bereit, Bella zu finden? Wie kommt die hier? Agile Omi. Der Tag, an dem Titus Bella freiließ, war wirklich ein Trauertag. Oh, und schon wieder eine, wo so langsam läuft. Geheult. Der Junge hat einen weichen. Wir müssen nicht folgen. Zu weich für Gehenna. Aber es war auch wirklich herzergreifend, wie er sie vergöttert hat. Wie sich herausstellte, hatte auch Oletta ein Herz. Wer hätte das gedacht? Kannst behalten alles. Okay. Ich mach währenddessen schon mal das Wichtige. Was ist das denn? Ach komm, spreng mich doch weg. Der Boden ist. Das fühlt sich toll an. Lava. Nee, der ist gelb. Säure. Radioaktiv. Möglich. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Ich konnte auch gerade nicht sagen, ob es Damage macht. Es macht wenig Damage. Bella hat jetzt lange Zeit in der Wildnis gelebt. Vielleicht will sie auch gar nicht zurück. Das müssen wir ihr überlassen. Wenn sie Titus' Witterung aufnimmt, erinnert sie sich vielleicht. Und ich habe genau das Richtige dafür. Eine von Titus' Hosen. Pass auf, Kopfgeldjäger. Waylon Hurd lungert dort oft herum. Er ist der schnellste Gräber auf Gehenna und ist gerne unter der Erde. Willst du nicht dafür sorgen, dass er für immer dort bleibt? Guck, wir müssen zu ihr gehen. Frag nicht. Zu der Omi. Hatte ich auch nicht vor. Ja. Das will ich gar nicht wissen. Hä? Es gibt Dinge im Leben. Die hat gerade Pants gegeben. Ja, nein, ich frag mich nur, was das Gebiet hier gerade soll. Beschaffe Alpha-Teufelfleisch als Köder. Keine Ahnung. In dem Höhlensystem da vorne leben einige fette Fische. Ja, jetzt dürfen wir ins Gebiet rein. Und wir haben die Devils schon getötet, die wir. Klassische Teufelsteaks. Aber. Manche sind so radioaktiv wie Atommüll und andere stehen. Vielleicht tauchen die wieder auf, wenn sie fertig ist mit Reden. Such dir einen aus. Bella wird beides mögen. Bella war noch sehr klein, als die. Okay, nevermind. Jetzt sind die Kreise weg. Bei mir war das elektrifiziert. Jetzt ist sie zur Matriarchin geworden. Das Mädel hat Kampfgeist, keine Frage. Geiger-Devil. Oh mein Gott, der kann Geige spielen, Mann. Oh. Ich glaube eher, der kann Geige erzählen. War schon ein guter Joke, ne? Der war gut. Warte, wie hole ich denn einfach Fleisch? Muss ich die einfach elektrisch? Ah, da. Okay. Ey, ich sterb gleich nochmal, oder was? Wie kriegst du die einfach töten oder miliest du sie? Naja, das Feld war kurz elektrisch geladen, aber ich weiß nicht wann. Ah, jetzt schon wieder. Wahrscheinlich musst du sie da reinlocken, in den Boden. Ich kann's dir... Oder nee? Ich hab absolut keine Ahnung. Also ich hab nochmal zwei.
Aber es sind ja... Au. Aber irgendwie, es ist ja sowieso nur Zusatz. Das ist ja nur Bonus. Warst du nie der gute Schüler in der Schule, der alles macht? Nein. Ich auch nicht. Ich war der gar nichts gemacht hat. Somehow. Die droppen ganz normal, okay. Okay, ich sollte alle haben. Das ja, ich habe auch alle. Fleisch wirkte auf den Kammerjäger nicht sehr appetitlich, aber was wusste er schon über die Ernährung von Bellix? Er entschloss sich, die kleine Bella mit dem elektrifizierten Fleisch rauszuholen. Hier ist Bella, oh. Ich will sie auch sehen. Hä, wo bist du? Du bist genau über mir, oder was? Ich bin gestorben. Ich gedacht, sie schluckte den Köder. Bella schien also immer noch freundlich zu sein. Aber würde sie auch noch auf Titos Geruch reagieren? Der Kammerjäger legte die Hose auf den Boden. Gib ihr Hose. Titos Hose roch wie verschwommene Träume und eine Sehnsucht nach etwas Verlorenem und irgendwie auch nach uraltem Gebäck. Es sah aus, als hätte sie Titos ebenso vermisst wie er sie. Aber die anderen Bellix waren nicht begeistert davon, dass ihre Matriarchin sich einfach von ihnen abwandte. Oh, die haben gar keinen Bock. Können wir die irgendwie auf unsere Seite ziehen? Indem wir sie töten. Ah, Genius, natürlich. Fühlt sich gut an. Diese Dreckslava auf dem Boden, Mann. Ja, es ist Chaos Mode 4. Mayhem. Hilfe bitte. Oh, du bist auch down. Wow. Und keiner von uns hat es bekommen. Das ist gerade vor uns gestorben ist. Ciao. Tschüss, ich lebe noch. Ha, überlebt. Lass mal herausfinden, warum Titos Hose nach Gebäck riecht. Mich auch interessieren, ja. Vielleicht ist er Bäcker. Gut, verdammte Lava-Dinger. So, komm, Bella. Geh mal zu der Oma Oletta. Na, sieh mal einer an. Was für ein großes Mädchen du bist. Sieht schon aus wie ein cooles Pokémon. Es gibt wen in der Stadt. Ja, ich feiere das Design von dem voll. Erinnerst du dich an Titus? Ist das etwa noch eine Rose von Titus? Okay. Wo hast du die denn alle her? Hey, ich sagte doch, frag nicht. Bist du bereit, mein Mädchen? Du sprichst mit ihr? Versteht sie dich etwa? Sagen wir einfach, es ist meine Ausstrahlung. Jedenfalls wird Titus dir sicher sehr dankbar sein. Ich hole unsere Belohnung von ihm ab, wenn ich in der Stadt bin. Hier ist schon mal dein Anteil. Ehre und auf tschüss. Auf geht's, Bella. Du hast doch nicht etwa den Weg in die Stadt vergessen? Na komm, ich zeig ihn dir. Warte mal. Optionales Gebiet. Zwei Granatenlegendäre, wenn du was brauchst. Da hinten wäre so eine Jagd. Wenn wir nochmal zurück. Ne, brauche ich nicht. Komm, lass mal schnell auf Markt gehen, auf Jagd gehen. Nico? Ja, ich muss gerade nur überlegen, wo wir nochmal hochkommen sind. So. Da hinten ist anscheinend irgendwas. Hier geht's doch nur zurück. Oder? Ah, nee, ich sehe, was du meinst. Ja, nee, warte, sind wir schon. Nee, doch, das passt, ja. Doch, ja. Wir sind halt direkt im Questmarker. Oh nein, Nico. Nico, wir sollten hier nicht lang gehen. Hier ist Blut. Ich kann noch kein Blut sehen, bevor ich. Und ja, das könnte eine Frau gewesen sein. Verdammt. Ah, ja, okay, das kann ich schon sehen. Ja, das ist schon gruselig. Oi. Bleib's. Sind es Bellas? Ja.
Scheiße, Mann. Das sind ganz schön starke Bellas. Was habe ich denn für Granaten? Oh, die sind schön. Ich mach nur Granaten. Oh, die sind resistent irgendwie. Egal. Das ist alles viel zu einfach. Das war gar nichts. Gut geschossen. Ich komme gleich. Oi. Ich will mein ganzes Haus mit Leder tapezieren. Schließlich ist nichts gemütlicher als Help, Haut umgeben zu sein. Tragen wir sie auch. Ich war gerade noch down. Nein. Okay. Cool. Alles nur Illusion. Was du siehst, ist bloß Täuschung. Der Tod. Na gut, dann habe ich doch keine Legi bekommen gerade. Das bin ich. Doch, die hast du bekommen. Das hab sogar ich gesehen. Da kannst du mich nicht täuschen. Willst du sie sehen, oder? Nee, weißt du was? Denn das ist frustriert mich. Ist eine Assault Rifle, wenn du sie brauchst? Kann ich sie dir abgeben? Nö, die ich hab, ist eigentlich ganz nice. Ja, bei mir auch, deswegen. Neue Shotgun bräuchte ich langsam wieder. Na, warte mal, bis du Level 65 wirst. Aber neue Waffen sind immer lustig. Oh ja. Hier im DLC gab es schon ganz nice Waffen, die ich mit meinem Main-Account gefunden habe. Ja, Mann, jetzt wird geballert. Du kriegst die Falle durch. Also auch von random Gegner. Stille. Mhm. Weil da spiele ich mittlerweile schon auf Mayhem 5. Mhm. Heftig, Bruder, heftig. Mhm. Das glaubst du gar nicht, wie krass das abgeht. Ich glaube, ich kann auch auf Mayhem 6 locker spielen. Aber. Mein kleines Bella-Lein ist zu gefährlich für die Stadt. Also musste ich sie vertreiben. Denkst du, es geht ihr gut? Ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Oh, ich pass auf sie auf. Aber nur, wenn du nicht weiter rumheulst. Ich kann heulende Kerle nicht ausstehen. Ja, natürlich. Schon gut. Ich komm klar. Ich muss dringend zur Stadt zurück. Es wird schon dunkel. Du weißt, dass die Bellics im Mondlicht aggressiver werden, oder? Oh, verdammt. Weißt du denn gar nichts? Oh. Hör zu. Hier sind so viele Gegner. Ja, meine Waffen sind auch zu schwach, ganz ehrlich. Ich denke, du solltest diese Nacht bei mir bleiben, wenn du die Stadt heil erreichen willst. Ja, Mann, bleib bei der Omi. Okay. Bleib bei der Gilf. Nein. Oh, die macht sich wirklich an den ran. Ehre. Nico, komm du zu mir, mach dich an mich ran, bitte. Ich habe nur noch 3 Sekunden zu leben. Ich bin selber gerade am Sterben. Nico. Ich hasse Amara. Es ist so ein scheiß Charakter. Oh. Guck doch einfach, ob du dein Bild vielleicht ändern kannst. Nee, die ist einfach scheiße. Ich glaube, fürs nächste DLC gehe ich einfach mit Zane rein. Nee. Du hast mit dem Charakter angefangen, also machst du mit dem weiter. Guck dir echt einfach online ein paar Builds an, wenn du Schwierigkeiten hast. Ich habe keine Schwierigkeiten. Also, es ist halt. Sie sehen sehr harmlos aus, haben aber mächtig Bums. Du hast es also durch den Wald geschafft. Schön für dich. Aber das spielt keine Rolle. Du bist nur ein Kopfgeldjäger. Du verstehst immer noch nicht, wie der Hase hier läuft. Oh, das sieht geil aus mit dem Kristall. Stark genug, Gehenna zu zähmen. Und ich werde sie ausbrüten. Oh, sie will ein Dino ausbrüten. Nee, warte, Dino, es gibt schon. Nein, ein normales Kind. Dum, da, dum, dum. Was will sie denn mit einem normalen Kind? Weiß ich auch nicht, verstehe ich nicht. Das wäre doch eigentlich useless, oder nicht? Es ist useless. Oh, die Dinger explodieren. Okay, Nico, bist du jetzt da? Oh, Mann, bist du... Ja, lauf einfach. Bist du? Ja, du bist gerade straight an mir vorbeigelaufen. Ich bin halt schnell. Wie schnell? Ich hab dich echt nicht gesehen. Junge, du warst einfach Flash gefühlt. Ich war festes Fuckboy. Du warst ein fester Fuckboy. Richtig. Hol die Klunkerbomben. Oh,
bin ja noch ein Gebiet zu weit hinten. Ich komme und biete dir Unterstützung. Auf was müssen wir zielen? Auf Dinge, die rot leuchten, wie zum Beispiel das da. Hä? Was denn? Hä, bist du lost? Da? Oh lol, ich habe in die ganz andere Richtung geguckt, ich Idiot. Okay. Oh, da ist ein Scharfschütze. Er one-shottet mich. Er one-shottet mich. Irgendwas one-shottet mich. Vielleicht die Lava auf dem Boden. Nein, nein, kann nicht sein. Sahen vielversprechend aus. Lava hat noch nie jemanden getötet. Könnt ihr die Leute in Pompeji fragen? Der Untergänger war das Projekt meiner Großmutter, weißt du? Sie hat ihr Herz und ihre Seele hineingesteckt. Dann bekam die Kompanie kalte Füße. Aber ich werde beenden, was sie begann. Ihren Traum zum Leben erwecken. Dann wird Gehenna mir gehören. Und cool. Niemand wird es mehr wagen zu versuchen. Da ist ein Klo. Es mir wegzunehmen. Ein Klo? Warte, wie bist du da hochgekommen? Bist du geklettert? Zwei Legis. Ich bin unten drin. Ich hab das Ding kaputt gemacht. Genau. Die Jungs hier sagen, eine Level 63er Rifle. Hä, das kann man kaputt machen? Ja, ich bin einfach stampfen. Da wären ja. Die würde ich probieren. Okay. Willst du eine SMG? Die Jackhammer. Jede Menge Munition und Nahrung. Ich sehe keinen Vorrat. Die andere ist eher ab 63, kann ich also noch nicht benutzen. Das ist kein Vorratsüberfall. Nico. So haben wir das früher gemacht. Ja. Ich will, dass du die Stadt eroberst. Ich glaube, ich will die Waffe doch nicht. Ich rechne nicht mit Überlebenden, wenn du verstehst. Das ist die falsche Einstellung. Nico, guck mal. Ich bin die Schlechterin und du die Hacke. Wie sollte es also anders ja. sein? Ja, wenn du sie hier drin benutzt, dann klar. Ich schulde dir was. Benutz sie draußen, versuch sie halt mal da, wo du dich nicht selber treffen kannst. Ja, okay. Sehr gut. Ich schmeiß sie einfach nur. So, pass auf, wie kommen wir jetzt da hoch? Oh. Wow, oi. Das war jetzt schwer herauszufinden. Ja. Wir haben ihn dafür gebraucht. Finden wir diesen Zug und jagen ihn in die Luft. Die Zeit drängte. Der Kammerjäger musste eine Abkürzung finden. Ey, der Zug, der ist wohl mit 200 km/h weggefahren. Die Kompanie hatte ihn nicht geräumt. Und wir versuchen den jetzt. Und wir rennen mit 300 km/h. Ach so. Ah. Oh nein. Ich höre nur oh nein und dieses Bouncen. Ich wollte meine Waffe reloaden und habe schon instant den Effekt vergessen. Ich sagte doch, die haben ordentlich Bums. Die Abkürzung wirkte Wunder. Der Kammerjäger machte sich daran, die Sprengsätze auf den Schienen zu platzieren. Zum Glück kam der Zug erst. Lol, noch eine. Ganz das bestimmt. Ist wieder eine SMG, aber für 63, warte. Hey! Komm, warte. Entschuldigung. Ich brauch die. Du gibst mir die Hand zum Jackhammer, oder? Ja. Ich möchte die zeig nicht. Zeig mir die andere im nächsten Level wieder, dann würde ich sie vielleicht benutzen. Das okay. Die willst du gar nicht, Nico. Die hat doppelt so viel Schaden wie meine, natürlich will ich die. Ach, du wenn sie scheiße ist, gebe ich sie dir. Ja, ey, das ist auch nicht so gut. Ist da was, wo du hinläufst? Nö. Excuse me? Ich entschuldige heute dich. Kein Ding. Teufelsreiter gefangen und ihn über den Codex verhört. Ich will's halt auch bekommen. Hä, das war die Lore, die jetzt gerade läuft. Ach, das wird danach abgeschlossen, okay. Die Schwachen zu tötest, okay. Wenn du die Starken tötest, steigst du auf. Die Tinte gibt's nur für wichtige Opfer. Ach scheiße, ich wollte ja gerade noch die Shotgun ausprobieren. Wir könnten uns mit ja, ist nett. Hängen. Ah, Feuer, richtig. Oi.
Nico, ich glaube tatsächlich, wenn du die Zeit nimmst, die ich entweder am Boden lieg, wiederbelebt, oder verstehe. Gerade am Sterben bin, dann steigt die Dauer quasi den Rest vom Rest des Parts. Verstehst du, wie ich Ja, mache? Du willst halt einfach nur mehr Folgen machen, um mehr Geld zu machen. Ist doch easy. Richtig. Mit meinen 0 Cent ein. Ich monetarisiere nicht. Ah! Oh. Jetzt ist es für die Zukunft. Das war jetzt einfach nur zum. Nein, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang musste. Es sind schon ein paar Gegner, du. Ich höre einen Zug. Aber ich habe da unten was gesehen, wo man draufjumpen kann. Den Zug, den müssen wir abpassen, Nico. Schnell. Ich renn mal hin. Ja, wo bin ich hingesprungen? Oh, gut. Die Bomben waren platziert. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Ich gehe sprengen, I guess. Okay. Triff! Ich hab nicht getroffen. Jetzt. Oi. Boom. Das Echo der Explosion hallte durch den Wald und die Teufelsreiter hatten nicht mal die Chance, die Bremse zu ziehen. Ist hier nicht irgendwo die Schatzkarte? Nee, ich sehe es jetzt nicht. Also hier hat's eine Endstation. Das war so ein Schatz. Silo mit einem Bogen oben drauf. Herausfinden, welches Ziel der Zug hatte. Der Schaffner sollte das wissen, keins. Wenn er noch. Ich kann's dir nicht sagen, keine Ahnung. Oh, vorhin haben wir auch nochmal ein Gebiet verpasst. Naja, egal. Oh, das sind so richtige Borderlands 2 Vibes irgendwie. Fick dich, Revolver. Help, kannst du zurückkommen, Nege? Nein. Hübsche letzte Worte von dem Mistkerl. Sicher. Zum Glück war es nicht der Schaffner. Hä? Was? Wieso? Ich bin gestorben. Achso. Haha. Nein, der auch nicht. Das war er, der Schaffner. Der Conductor. Rose, die Schlechterin, wird dich dafür büßen lassen. Wir sehen uns im Untergang, Kopfgeldjäger. Oh, okay. Sieht überhaupt nicht nach einem Bossfight aus hier. Es könnte ein Bossfight sein. Nee, überhaupt nicht. Es ist einfach nur eine wütende Katze. Hardcore. Oder Hardcore? Rose hat Verstärkung für ihre Drecksarbeit angefordert. Nehmen wir die Waffe. Erinnerst du dich noch so ungefähr an den Schwierigkeitsgrad der Bossgegner beim ersten Spieldurchlauf? Du meinst ab da, wo ich diese OP-Waffe hatte und wir alles gewonnen haben? Nein, noch davor. Von mir ist auch. Hast du im Singleplayer-Game überhaupt gespielt? Wie meinst du? Meinst du das DLC oder insgesamt? Nein, insgesamt. Hauptstory. Ja, klar, ich hab. Mit den zweiten. Bis zum Tentakel-DLC habe ich jeden Charakter. Okay. Die neuen habe ich jetzt. Erinnerst du dich zum Beispiel an diese riesen Kugel, die man bekämpfen muss? Mit drei Schichten? Ach, shit. Ja. Das braucht ja schon einiges. War ja schon ein schwerer Fight, ne? Ja. Ja, im New Game Plus auf Hard Mode 5 habe ich einfach 10 Sekunden gebraucht und die war weg. Ich konnte einfach straight draufballern. Ist das Ding schon tot? Oha, ey. Ja. Was ist das für eine Legi? Ich sehe das bis hierhin. Ah, bist du gestorben? Zwei. Ja, eine Shotgun. Oh, Shotgun, was? Lass mal kurz sehen. Ich heb nichts auf. Oh, das ist ein Sniper. Hä? Lol. Guck mal. Die schießt unterschiedlich. Macht die mich tot? Nein, die macht mich auch nicht tot. Okay, RIP. Die macht mich nachträglich tot. Willst du die Sniper haben? Nein. Ich brauch sie nicht.
Ich habe, glaube ich, in dem Spiel tatsächlich wirklich kaum mit Snipern gespielt. Ja, nur im 1 habe ich eigentlich mit Snipern gespielt und ein bisschen im 2er. Ich fand sowohl im 1 als auch 2er und Pre-Sequel war es ganz okay. Doch. Mit jeweils einem Charakter halt, ja. Ja, zumindest im ersten Spieldurchlauf. Gerade am Anfang waren Sniper eigentlich ganz nice. Und danach nicht mehr. Ja. Vielleicht ist die nice, wenn man dann wirklich so zu viert spielt und einer sniped halt von hinten. Mhm. Oh, ich hab keinen Scheiß aus Glück. Hätte ich mich öffnen lassen sollen. Wie viele Legis habe ich? Oh. Wir bieten jetzt auch den Ein-Klick-Einkauf an. Mach deine Waffe Klick. Nee, warte, wo ist denn der Schaffner? Wir müssen nochmal. Nico. Ja. Wir müssen nochmal zurück. Wie zurück? Wir haben nicht mit dem Schaffner geredet. Oh shit. Wir müssen nochmal den ganzen Weg laufen. Ja gut, so viel ist es ja nicht. Es ist die ganze Map. Hä, hier kommt man doch gleich zu. Ah, da, ich hab's grad nicht gesehen. Wir müssen nochmal die ganze Map durchlaufen. Oh. Ja, RIP. Wer erster da ist, gewinnt! Ach, nee, komm, fick dich. Ich erkunde die unentdeckten Gebiete. Naja, zumindest teilweise. Und die Musik, die da so im Hintergrund einsetzt, die hat so ein bisschen Game of Thrones Vibes. Hä? Doch, also komm, die Titelmelodie, die kennst du. Ja, die Titelmelodie, ja. Ja, die meine ich ja. Ich beziehe mich nicht darauf, also. Hä, hey, die machen din. Und die Game of Thrones gehen halt auch. Ja, Schotty ist, glaube ich, ganz nice. Ich werde sowieso noch 1, 2, 3, 8 Mal da durchsterben. Gleich fertig. Ein schickes Stück Technik war das. Nur schien der Kammerjäger es noch nicht benutzen zu können. Oi. Ich will noch diese letzte Technik hier freischalten. Wir können jetzt Gegner kontrollieren, das finde ich nice, aber kam unerwartet. Aber es gibt ja immer gut, ist halt einfach eine Pflanze, aber. Es gibt ja immer noch diese runden Scheiben da. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Bin ich falsch? Ich glaube, ich bin falsch. Ja, natürlich wird das noch kommen, aber. Nee, du bist relativ. Falsch richtig. Es gibt eine Sidequest hier. Nico. Was? Bei mir ist da keiner hin. Warte, ich komm. Guck mal, ob ich irgendwie zu dir komme. Black Betty und Bohane muss rüber. Ich hab in meinem ganzen Leben noch keine Bohne geklaut. Du hast sie. Bei den Frostbeulen meiner Großmutter. Mach ich dich kalt. Ach ja. Ladies, bitte. Refried Rabba und Baked Betty. Geil. This motherfucker eating beans, am I right? Ich das versuche. Wart's nur ab. Na dann, ich warte. Bei mir ist die Mission noch da, also. Ja, ja. Ach, die muss ich nochmal annehmen. Ah, okay. Dieses miese Miststück wäre meine Freundin. Dann entspanne ich einmal. Hast du die gerade Fester Cock genannt? Na, ich auf Deutsch. Fester Kock. Nicht auf dieses vertrottelte Drahtschwein. Ich esse kein verdammtes Bohnenmus. Sie hat sie geklaut und jetzt will sie mir das in die Schuhe schieben. Ja, Bohnen sind was Tolles. Verstanden, Mädels. Aber bevor es hier zu Blutvergießen kommt, sehe ich mich mal um. Oh Mann, Nico, wir sollten hier echt nicht Äpfel mit Bohnen vergleichen. Ganz ehrlich.
Unendlich mal gut. Mist. Eine Schande. Hä? Was haben wir denn da? Eine Spur. Wo bist du denn? Sie führt garantiert nicht zu einem der Mädels. Ja. Da waren ganz klar ein paar bohnenversessene Bestien. Das sieht hier nach einer sehr interessanten Bohnenhöhle aus. Verfolgte die Spur des gestohlenen Gemüses. Stirbt man instant? Nee. Reba und Betty waren übrigens regelrecht berühmt, und zwar nicht nur für ihr ständiges Gezanke. In der Stadt nannte man sie die Bohnenkönigin. Es hieß, du hast noch niemals Bohnen probiert, außer du kriegst sie von den Königen serviert. Gutes Sprichwort. Noch eine aufgebrochene Bohnendose. Hier muss jemand echt auf Bohnen abfahren. Ha, interessiert mich nicht die Bohne. Kein Haha. Ich hab's einfach akzeptiert. Okay. Ich hab's auch akzeptiert. Fühlt sich gut an. Junge, Zane ist so geil, wie er rumläuft. Mann, ich lieb diesen Charakter einfach, ganz ehrlich. Ich glaube, Borderlands 3 macht nur Spaß, wenn man Zane spielt. Keine Ahnung, wie die anderen zwei Charaktere nochmal sind. Hey, ich hab, mir haben alle Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Echt? Also Amara kann ich gar nicht ab. Moose? Ja, ist okay. Shit, fucking Lava! Mouse war halt ab einem Zeitpunkt einfach nur komplett OP, fand ich. Weil du einfach alles weggenuked hast. Am Anfang war es sehr scheiße. Ja, und dann wurde sie ganz plötzlich richtig OP. Und dann den Bestien. Oh! An den Bestienjäger kann ich mich actually sogar gar nicht mehr so wirklich erinnern. Der ist mein Main, deswegen. Was sind denn jetzt Lack, noch? Hallo, hallo. Du hörst mich? Ja, ja. Okay. Ich fand, Beastmaster hat sogar richtig Spaß gemacht. Ich weiß gar nichts mehr von seinem Skilltree, den habe ich echt am wenigsten gespielt. Ja, die Skilltrees kann ich mir selber nicht merken. Die gucke ich dann, wenn ich wieder spiele. Beziehungsweise, ich habe beide, also Mouse und Beastmaster wenig gespielt. Wo ist denn jetzt gar nicht die Bohnenspur? Ja, doch, da. Bis zu einem gewissen Punkt, aber. Schätze, ich folge einfach der Spur. Ich habe einen Skin bekommen. Ich muss ziemlich nah dran sein. Die Story glaube ich nicht ganz durch mit denen. Du bist kein richtiger Borderlands-Fan. Der Kammerjäger begab sich. Wo bist du lang? Der Bestie in der Hoffnung, ich bin gefallen. Ein paar der edlen Bohnen retten zu können. Oh, das hat sogar geholfen. Anscheinend hatten nicht nur die Bohnenkönigin Geschmack an Bohnen gefunden, sondern auch ein paar Teufel, die ihre Bohnen. Oh nein, der hat Blähungen aufgeben. Wegen den Bohnen. Und zwar ganz schön viele von ihnen. Ganz schön viele? Backbean Problem. Was habe ich denn? Ach, scheiße. Stopp. Corrosion Weapon. Ach, du aufgeblasener oder aufgedunsener Arsch. So raus aus dem Ding, oder kriegst du den nicht tot? Wenn er nicht so schnell fliegen Am würde. Ende des Gemetzels warteten die Bohnen. Vielleicht hey, guck mal, siehst du das? Doch nicht weiter. Genau in die Richtung, in die ich guck. Auf der Karte. Ja. Da ist ein Legi. Die haben wir vorhin liegen lassen, ja. Okay, die müssen wir holen. Hä, wenn die Scheiße Nur noch eine Dose? Wie die bitte? Mädels werden nicht glücklich sein. Ich hab's Gefühl, die Mädels erschießen sich gleich. Du kannst von Glück sagen, wenn der Kopfgeldjäger mit den Bohnen zurückkommt. Hörst du? Ich geh die Waffe holen. Du auch mal besser, dass ich bis zum Abendessen mit Bohnenmus abgefüllt bin. Denn sonst überlebst du das nicht. Wenn die Bohnen zurück sind, werden die leckeren kleinen Dinger gebacken. Damit das mal klar ist. Nur über meine blutige Leiche. Das sollte zu machen sein. Mach dir da mal keine Sorgen. Meinst du, ja? Dann quatsch nicht länger dumm rum, sondern zeig mal, wie treffsicher du bist. Glaubst du, ich zieh das nicht durch? Ich werde dir schon zeigen, was ich alles durchziehe. Nico, bist du Partei gebackene Bohnen oder Bohnenmus? Ich weiß, wie du schießt. Du triffst nicht mal einen Geben mit Betta, das ist Betty, das ist doch gebacken, oder? Ach ja, und du schießt so schlecht, dass sie dich hinter deinem Rücken schießt. Ja, Betty ist gebacken. Dann nehmen wir gebacken. Liebe Bohne, genug jetzt, ihr zwei. Ich habe hier die letzte Dose Bohnen und ich entscheide, was damit passiert. Ist das klar?
Besser du als sie, nehme ich an. Wählweise. Soll mir recht sein. Hauptsache, du entscheidest dich richtig. Das war eine schwere Entscheidung für den Kammerjäger. Ich könnte sie auch zerstören. Und eine wichtige. Wahrscheinlich die Okay. Was würdest du machen? Würdest du es jemandem geben oder zerstören? Komm, zerstören. Keine von euch kriegt die Bohnen. Da! Was zum Teufel glaubst du, was du da machst, Fremdling? Ich glaube, ich habe mir Feinde gemacht. Hier, du hast eine Dose allerbester Bohnen verschwendet. Sowas sollte strafbar sein. Was sagst du, Betty? Sind wir wieder Freundinnen? Wenn wir dafür diesen Kostverächter lynchen, bin ich dabei. Nope. Ich bin auf dem Weg, keine Sorge. Ah, die fliegen. Was? Okay, okay. Wir hätten uns nicht mit dir anlegen sollen. Wir geben auf. Alles gut, du kannst schon weitergehen. Geh zum Schaffner. Nein, ich will dir helfen. Betty, irgendwie standen wir uns schon lange nicht mehr so nah. Hatten die auch vorher nur eine Hand? Oh nein, die ist nun deren Körper gebackt. Genau, das habe ich auch gedacht, Reaver. Es ist besser so. Danke, dass du geholfen hast, dass wir uns wieder vertragen. Wir haben uns noch nie näher gestanden. Das ist dein Verdienst. Oh, coole Bohnen. Dann komm, Betty. Packen wir es an. Nach all den Jahren müssen wir es einfach endlich tun. Meinst du echt? Ja, echt. Wir gehen in die Stadt zurück und eröffnen endlich das Restaurant unserer Träume. Ich bin dabei, Reaver. Sowas von. Und all das wegen Bohnen? Das verstehe, wer will. Alter, was ist das für eine Waffe? Ich wette, die schießt Bohnen. Hä, welche Waffe? Ich will sie jetzt angucken. Das ist ja eine lila, ne? Das müsste die hier sein, oder? 50 Blow Zero ist 50 Modern Zero. Ja, wenn es mal nicht lecken. Ich mag das Menü nicht, das sie geändert haben. Was? Das ist Eis. Sieht so flüssig aus wie Eis. Es ist geflüssigtes Eis. Dünnsches Eis. Ah. Ja, das passiert bei Bohnen. Jupp, wir müssen woanders lang. Komm, aktiviere dein Movement Speed Skill und rush einfach durch. Ich will auch. Falsch, glaube ich. Hä? Kommt man da nach hinten? Man muss irgendwie nach unten kommen oder muss man, kann man hier irgendwo Nein, hochspringen? Hoch. Ah, hier im Haus. Oi. Lass noch die beiden Side-Nebenziele machen. Wo, ich bin jetzt schon runtergesprungen. Nein, die sind ja, die kommen ja noch. Ah, okay. Und zwar. Ja, jetzt quasi geradeaus gehen. Also über den... Aber nur quasi. Ja, nur quasi. Diese Kugeln verschießen sich nicht von alleine. Leise bin ich. Zeit ja. Hä? Nee. Ah, nee, warte. Hier, einfach rechts den normalen Pfad weiter. Und jetzt links. Ich will hier außen rum gehen, um die Gegner zu vermeiden. Hä? Ach so, links, okay. Nee, wie kommt man denn? Hier irgendwie hoch, oder? Ja, ja. Hier hinten. Es pulsiert in meinen Adern. Ja, hier. Hui! Du kannst so lange sliden, Mann. Okay, Waylon hört, der ist es. Genieße es. Und level up.
Ich bin kurz davor. Level up. Oh, Negi. Ja, gönn dir. Lass mich ruhig sterben. Doch am Leben. Nein, lass mich einfach sterben. Ich bin am Sterben und du lässt mich hier sterben. Ja, verdient. Okay. Au, ich werde gleich sowieso sterben. Hip. Ja, mit der Einstellung bestimmt. Oh, okay. Okay, pass auf. Die nächste, links, 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 links. Hier ist auch noch irgendwas. Ah, scheiße. Kommt man da noch nicht durch? Doch, doch, doch. Mach mal. Halt still. Ich bin dagegen. Oh! Wie hast du das denn gemacht? Hey, einfach Nahkampf. Wir können die mit Nahkampf zerstören mittlerweile? Ja, das sind einfach solche Steine. Oh. Ich hab das Ding drauf geschossen. Oh, help! Please! Sogar zwei Legis, du rennst einfach weg. Na gut. Ich wollte ja Sniper Shotgun. Ich verrecke. Nein, nein. Oh. Und jetzt steh auf und was ist das? Au, oh, irgendwas brennt. Sniper? Und Shotgun. Au! Oh. Alter, schon. Okay, mach mal halt die Viecher zuerst. Also die Sniper ist nicht so. Die Shotgun. Die sieht gut aus. Nimm. Hallo? Ja, nimm. Ja, ich wollte ja, aber die hat's gerade nicht genommen. Werde ich nicht. So. Was, die ist doch nicht so geil. Schade. Irgendwas wollte ich gerade nachgucken. Karte ist eigentlich erledigt. Ja, jetzt müssen wir zum Kontakte. Au. Oh. Und wo? Hier, wo ich bin. Na egal. Ich oder? Nee, 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 warte, ich bin einfach falsch. Hä, war es hier aber nicht? Ja. Was denn? Hey! Richtig. Probieren wir die neue Shotgun aus. Die ist meh. Willst du sie probieren? Nee, ich vertraue dir. Okay. Ah, ich hatte aber irgendeine Rifle, die ich jetzt gleich probieren wollte. Ah, fuck. Quack. Komm, verbrenn doch irgendwas. Verätz. Oh. Ich bin gestorben. Respekt. Dankeschön. Ich bin jetzt noch Conductor. Soll ich warten oder gleich ansprechen? Okay. Oh, nevermind. Du bist zu spät, Revolverheld. Es war an der Zeit herauszufinden, was der lachende Mist. You're too late. Vielleicht hätten wir die Karte nicht zweimal noch runden sollen. möglich, ja. Und mach schnell. Anlage. Ist doch egal. Das war die letzte Lieferung. Du bist zu spät. Jetzt können wir verlassen, Nico. Hey, Gras. Juno, bist du da? Rose hat den Klunker zu irgendeiner Anlage transportiert. Ja, ich weiß, wo die Anlage ist. War schon mal dort. Wir treffen uns davor. Ohne meine Hilfe kommst du da nicht rein. Triff Juno. Auf der Map? Nein, gut. Dann würde ich sagen, das war's für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter und Nico. Ciao.